Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Küchen-Equipment-Ecke. Denn heute habe ich hier etwas, ja, was ein bisschen aus der Reihe tanzt, einen Messerschärfer, ein 4-Stufen-Schleifsystem oder ein 3-Stufen-Schleifsystem, denn die vierte Stufe ist für Scheren, um genau zu sein, die ich mir schon mal bereitgelegt habe, um dieses gute alte Stück gleich mal ein bisschen auf Vordermann hoffentlich zu bringen. Das Ganze kommt, wie man an der sehr unspektakulären Verpackung nicht erkennen kann, von Xyang oder Xyang oder wie auch immer, einem chinesischen Küchenausrüster, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber ist ja im Endeffekt so. Schauen wir mal rein, Xyang, Xyang, was auch immer, steht hier auf der neongelben Seite schon mal drauf. Und ja, dann holen wir das gute Stück mal raus und sehen direkt, dass das eine Apparatur ist, die wir auf den Tisch stellen können und dann hier richtig griffig zupacken können. Allerdings natürlich erst, nachdem wir die Schutzfolie mal eben hier entfernt haben. So sieht das gute Stück aus. Hier sehen wir die 4 Schleifstufen, beziehungsweise sind nur die letzten 3, Nummer 2, 3 und 4, für Messer gedacht. Die erste ist für Scheren gedacht. Und ganz wichtig dabei ist vor allen Dingen auch, dass wir Messer und Scheren jeweils nur in eine Richtung da durchziehen. Also nicht etwa so hin und her, sondern Messer nur zu uns und Scheren nur von uns weg in dieses Loch rein praktisch. Das werde ich euch gleich natürlich in Aktion zeigen. Auf der Unterseite haben wir ein paar Rutschstopperfüße, die das Ganze hier sicher hoffentlich auf jeder Oberfläche, naja, okay, rutschsicher ist es nicht wirklich. Das ist auch mehr so ein Schaumstoff als ein gummiartiges Rutschstoppermaterial. Aber gut, sollte trotzdem einigermaßen halten. Hier ein zweifarbiger Kunststoffgriff in Grau und Neongelb, wie gesagt. Und hier unten nochmal die Produktbezeichnung, ein 4-in-1 Knife und Scissor Sharpener, falls wir das mal vergessen haben. Ich würde sagen, ich stelle das gute Ding mal hin, wie sich das gehört. Man hat hier auf jeden Fall einen soliden Grip, auch wenn das, wie gesagt, nicht ganz rutschsicher ist, liegt aber vielleicht auch an der Pappoberfläche hier, die ich hier zugegebenermaßen ganz amateurhaft verwende. Das hier ist nur eine weiße Pappe, die berühmte Unterlage in meinen Videos. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier mal ganz mutig die Schere einführen. Eine Klinge oberhalb dieses Metallteils, eine Klinge unterhalb. Das mache ich jetzt mal hier in eure Blickrichtung, dass ihr das sehen könnt. Und die Schere, die reibe ich eben auf diesem Schleifer in der Mitte, allerdings immer nur in die von mir weg Richtung. Also einmal so, dann absetzen, dann wieder vorne neu aufsetzen und wieder einmal von mir wegschieben. Ganz genau so. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wichtig ist, dass ihr beim Zurückziehen nicht auch über das Messer zieht, denn dann würden wir es wahrscheinlich kontraproduktiv wieder stumpf machen. Also hier vorne immer ansetzen und nach vorne durchschieben. Wir schauen jetzt einfach mal. Die Schere, die war zwar vorher nicht richtig stumpf, wobei sie wahrscheinlich auch nicht richtig scharf war, aber ja, ich würde sagen, die ist scharf, wenn auch nicht gefährlich ultrascharf, sodass man sich jetzt direkt bei der ersten Berührung daran schneiden würde. Nein, ich drücke hier doch ziemlich feste rein und schneide mich nicht, aber sie ist auf jeden Fall schärfer geworden. Das möchte ich nicht abstreiten. Jetzt nehme ich das gute Stück nochmal mit in die Küche und dann schauen wir mal, wie wir hier verschiedene Messertypen drin auf Vordermann bringen können. Kommt mit! Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal einiges von unseren Messervorräten geschärft und diese Vorräte, ich denke mal, das konntet ihr auch unschwer erkennen, sind zum Großteil sehr, sehr alt. Da sind die Klingen schon teilweise sehr abgenutzt, haben schon richtige Wellen drin. Bei allen glatten Klingen, die ich ausprobiert habe, kann sich das Ergebnis hier selbst bei 15 oder 20 Jahre alten Messern hier wirklich sehen lassen. Die gehen wieder butterweich, zum Beispiel durch Tomaten und andere Lebensmittel durch. Macht wieder Spaß damit zu schneiden, wo es vorher auf jeden Fall frustrierend war. Auch so ein kleines Küchenbeil hier, das lässt sich wunderbar schärfen, genau natürlich wie die Scheren, das habt ihr gesehen. Das Einzige, wo es Probleme gibt, sind Messer, aus deren Klingen wirklich schon kleine Stücke rausgebrochen sind. Das lässt sich dann natürlich auch mit dem Messerschärfer nicht mehr wirklich glätten. Alles in allem kann ich euch das Gerät aber auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr eure Messersammlung auch mal auf Vordermann bringen wollt und wieder Spaß beim Schneiden in der Küche haben wollt.
danke euch auf jeden Fall für die Zeit, die ihr euch für dieses kurze, etwas außergewöhnliche Küchenreview genommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bin jetzt raus. Macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.